Hey Leute, es geht weiter mit Deadlight. Und ich lasse mich fallen und sterbe hoffentlich nicht. Und was ist jetzt mit der Falle? Ich muss mich abrollen dann, ne? Aber ich kann mich doch nicht verstanden da immer. Man soll sich irgendwie abrollen, aber wann soll ich mich abrollen? Schon so, während ich springe beim Landen. RT drücken, um dich abzurollen, Schaden zu vermeiden. Beim Landen. Ja, aber sobald ich aufkomme, kriegt mich das Ding doch, oder nicht? Naja, probieren wir es mal aus. Irgendwann wird es schon klappen. So, und jetzt... Ja, jetzt habe ich mich abgerollt. Schneller geht doch nicht. Ich habe sogar schon in der Luft die Taste gedrückt. Das ist so doof. Jetzt rolle ich schon, bevor ich da ankomme. Klappt ja aber auch nicht. Hätte ja aber klappen können, dass er sich da durch die Stacheln durchrollt. Und dann rollt er nämlich schon, bevor er bei der Falle ankommt. Ja, ja, okay, hat nicht geklappt. Ich hab's kapiert. Oh, ich hab's geschafft. Nein, oh, nein. Oh Gott. Sei Dank war hier so ein Ding. That crazy old man is playing. Habe ich auch so langsam das Gefühl. Kann ich da schon ranschleudern? Nee, ne? Perfekt, super. Das klappt ja dann noch immer. Dabei hat das mit den Stacheln so viel Spaß gemacht. Von diesem neuen Gesetz oder was? Ah! Ups, zu spät. Mein Reaktionsvermögen in diesem Spiel ist irgendwie so lala, ne? Ich warte immer so gespannt darauf. Was kommt denn jetzt? Was passiert denn jetzt? More of those strange symbols. Anstatt einfach mein Leben zu retten. Ich bin so weit gekommen und die Stacheln haben mich... Wer hat denn diese ganzen Stacheln eigentlich gebaut? Die Ratte? Wie kann man denn sowas bauen? Und irgendwie hätte ich, glaube ich, in so einer Welt mehr zu tun, als... Die bleibt aber stehen, ne? Was mache ich jetzt? Kann ich hier unten den hier? Nein. Da so da dran, da weißt du? So. Genau. So geht das nämlich. So, geschafft. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich würde, glaube ich, meine Zeit mehr damit verplempern, überhaupt am Leben zu bleiben mit Lebensmitteln und so. Keine Ahnung, wovon der hier unten lebt. Aber er kann es anscheinend. Ach, der kann ja nicht schwimmen. Ach ja, der kann ja nicht schwimmen. Tut mir leid, dass ich schon wieder gestorben bin. Stimmt. Gut, dann lass dich mal hier einfach vorsichtig fallen. Da kannst du doch bestimmt auch stehen, ne? Weil könnte ja sein, dass hier was liegt. Dann springen wir jetzt einfach so von Plattform zu Plattform. Er hat seinen Spaß mit uns, ne? Nein! Ich glaube, ich brauche Anlauf wieder. Ach man, das nervt mich gerade selber, dass ich immer so oft sterbe. Ich werde mich jetzt mal konzentrieren. Und nicht so Larifari spielen. Nicht, dass ihr noch, ne? Total genervt seid. You wanna go back outside? Right now? No, Mr. Wayne. Now is not the time. So, dann machen wir.
Bis sie wirklich ganz unten ist. Ja, okay. Hätte sie auch nochmal hochlassen können, ne? So ein Klimmzug ist auch anstrengend, mein Guter. Good, good. You did it, Mr. Wayne. Are you happy now, you crazy old man? It's been a long time. A very long time the rats been living down here. Even before the epidemic, you could smell what was going to happen. The rats smelled it. Then, the rats, they were already fleeing, you know? Come with me. It's safe here. Ja gut, das muss man ihm lassen. Er lebt ja auch relativ sicher hier mit den ganzen Fallen. Ach, ich weiß nicht, ob ich das Leben da unten dann vorziehen würde. Also auf keinen Fall halt so ganz allein. When times change, men must change, Mr. Wayne. The rat knew the world would end sooner or later, so I built my hideaway here. The evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home, and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home, but now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are. Maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Take what you need before you continue. Are you hungry, Mr. Wayne? Would you like me to prepare you a little rat meat? No, thanks. After all of this, I don't have much of an appetite. Naja, ist ein Deal, ne? Er hilft ihm. Und so hilft er andere mit seinen Freunden. Warte. Was ist hier? Und wann kriegen wir unsere Waffen wieder? Ah. Aber er braucht nichts. Ist halt nur ein Verbandskasten und so. Sonst noch irgendwas hier? Ah, was ist das denn hier für ein ekliger Raum? Ein Polaroid mit dem Bild eines Jungen, dem Sohn der Ratte. Im Teenageralter waren wir doch alle irgendwie Rebellen. Okay, interessant. Voll der Geheimraum. How long has it been since you looked outside, Mr. Wayne, to make order out of chaos? I must tell you, if that's what they do, chaos is winning by a mile. Ich finde die Steinschleuder übrigens ganz cool irgendwie. Aber ob das jetzt so schlau war, weiß ich nicht. Hätte ich die Kiste mit nach oben bringen sollen? Oh, was liegt hier? Das Foto eines jungen Soldaten, der mit seinem Gewehr mitten in einem tropischen Dschungel steht. Das Bild ist schon verblasst, aber die Schrift kann man noch lesen. Da Nang 68. Mhm. Okay. Das weiß ich nicht so recht. Ich mach das nochmal. Habe ich es mir doch fast gedacht.
Down here, life will begin. Below the circles of hell. Below the moving plague of death. Within the labyrinth, paradise will be reborn. But that will be the future, Mr. Reed. At least the old man knew how to build himself a place where he would be safe. Soll ich ihm jetzt zurufen oder was macht er da hinten jetzt gerade? Weil das Ding muss ja runter. Dann schiebe ich die erstmal weg. So. Und dann schieße ich ihm auf seinen Hintern. Hat nicht geklappt. Ach, da oben ist ja noch so ein X. Ja, super, aber ich will, dass das hier an der Seite runtergeht. Wie mache ich das? Das kopiere ich nicht. Hä? Und wenn ich einfach rüberspringe, so? Mist, 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 Mist. Das hat nicht geklappt. Schade. Was soll ich mit der blöden Kiste eigentlich? Naja. Das Foto habe ich, das Foto habe ich. Ach. Down here life will begin. Below the circles of hell. Below the moving plague of death. Within the labyrinth, paradise will be reborn. Ach so, jetzt ist die Klappe oben rechts noch drauf. But that will be the future, Mr. Ray. Jetzt bringt die Klappe runter. Soll ich die Kiste vielleicht auf die rechte Seite bringen? Statt links rüber? Keine Ahnung. Möchtest du sie hier haben? Aber das bringt einem doch auch nichts. Das glaube ich jetzt auch nicht. Oder oben rechts kann man nicht lang. Es muss schon hier links sein. Ich weiß nur nicht wozu. Nein, nein, nein. Okay. Mir ist gerade aufgefallen, dass da oben auch noch eine Leiche hängt. Komme ich da irgendwie ran? Was weiß ich wie? Kann man die Kiste einfach runterknallen? Ne, er knallt sie gar nicht runter. Dann muss ich da doch rüberspringen können. Das kann. Ja, also geht doch. Mensch, manchmal habe ich auch einfach nur Angst. Ja, na also. Die Kiste ist bestimmt noch für irgendwas gut. Zum Beispiel für hier, damit ich da rüberkomme.
So, die Kiste ist drüben. Pass mal los. Uah. Ja, also dann mache ich mal so. Und lassen wir die Kiste da runterknallen. Voll so rätselig hier gerade. Nein, du bleibst da bitte drüben. If you need my help, you just need to call me, Mr. Wayne. I will help you stay on the path through my personal help. Huch, ich bin schon rausgekommen. Ich wollte eigentlich noch die linke Seite abchecken. Oh, U-Bahn-Netz, irgendwo unter der Stadt. 5. Juli 1986, 4.06 Uhr. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the rat. But be careful with the other men. The living are just as dangerous as the dead. Do you need help, Mr. Wayne? Okay. Gucken wir uns hier nochmal um. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich nie auf der linken Seite gerade eben war. These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Okay, sehr schön. Oh nein. Okay, raus mit dir. These traps look like they've been designed to protect against the dead and the living. Uhuhuhu. Manchmal ist es hier echt sehr riskant. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died, and then returned to consume the fuel. Ich dachte, da wäre so ein Seil, an dem ich mich jetzt entlanghangeln kann, aber mein Fehler? Dann doch nicht. Erzähl noch mal. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died, and then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. And see how that ended. Ach, und er wütet da unten rum. Okay. Der Ausweis eines Fremden, sein Name lautet Ki A Bianchi. Ach Manu, ich denke immer, ich kann mich hier einfach fallen lassen, weil da ich soll da weitergehen. Sind andere in diesem Spiel auch so oft gestorben wie ich? Oder halte ich den Rekord? Nee, ich kann hier aber nicht weiter, ne? Nee. Oder soll ich wieder zurückspringen? Jep. Vielleicht oben auch lang? Nö, das dann auch nicht. Also wieder... Aber da könnte ich doch lang. Nee, da kann ich nicht hin. Schade. Wo soll ich dann lang? Jetzt bin ich doch verwirrt. Wenn ich mich hier fallen lasse, dann stürzt er wieder in den Tod. Warum kann er sich da oben nicht? Ich will da oben hin. Da ist ja auch diese Plattform. Hab ich irgendwas übersehen?
ist nichts. Da ist einfach nichts. Einfach nur ein Raum. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight. Many died, and then returned to consume the few that didn't. Triff doch mal. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around. Yeah. And see how that ended. Kommt er da unten eigentlich hin? Ja, schön. Wenigstens mal wieder einen Blick nach unten bekommen. Wie komme ich hier weiter? Komisch, dass ich nicht in den Bus rein kann. Und wenn ich mit Gewicht und so? Warum gehst du da nicht rein? Hier, spring mal ein bisschen rum, damit der runterknallt, der Bus. Und wir währenddessen uns da oben festhalten können oder so. Ja? Nein? Vielleicht sollte ich auch da oben mal hinknallen? Warum sagt mir das keiner? Oh, ist ja klar. Ja, ja, ja. Ich hab's wieder mal nicht gesehen, das rote Kreuz. Okay, wir müssen uns beeilen. Hab's kapiert. Nein! Jetzt mach schon. Komm, Versuch Nummer 3. Geht doch. Einfach mal ein bisschen Geduld haben. Warte. Nein, 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 nein. Ich hab das Ding schon gesehen. Etwas blockiert die Maschine. Was denn? And what about these soldiers? The new law. I told you, when times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. I worry for the safety of my son. And the ones you care for, too. Oh, er ist doch noch reingeschlittert. Ne? Er hätte es doch noch schaffen können. Was muss ich machen? Das Ding erschießt mich nämlich so oder so. Muss ich irgendwo stehen bleiben oder so? Mein letzter Versuch. Da muss der Part hier enden. Hallo? Hallo? Ach so. Okay, warte mal. Nee. Ich dachte, ich kann das Ding austricksen. Geht aber nicht. Weil der schießt von links. Dann vielleicht mit abrollen. Mhm. Geht klar. Yay. Zieh die Kiste, kletter dann darauf. Vielleicht so? Hm. Noch ein bisschen mehr? Nicht so? Nicht so. Okay. Okay. Okay, dann nicht. Hm. Warum denn nicht?
Menno. Du doofe Leiter, komm runter. Okay, ich habe keine Ahnung und der Part wird sonst zu lang, deswegen mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.